Hey ho, Leute, willkommen. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, ey Leute, okay. Willkommen zu einer Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind heute hier und ja, gehen weiter in den Kästen nach. Denn ich habe mir gedacht, wir lassen das schöne Panorama mal links liegen, denn ich habe keinen Bock, das schon lange zu suchen. Ich habe extra noch eine halbe Stunde gesucht, aber nichts gefunden. Ihr könnt mich da gerne in den Kommentaren belehren, wenn ihr genau wisst, wo das ist. Aber wir werden jetzt erstmal diese Quest hier abgeben. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir in dieser Folge noch ein bisschen nach diesem Sightseeing betreiben und hier mal zurück nach Mutterherz. Vielleicht gibt es da noch ein paar Nebenquests oder so, oder es gibt noch ein paar Leute, mit denen wir talken können. Mal so ein bisschen zurück nach Hause, in das Anfangsdorf. Ja, in das Anfangsdorf, in die Noah-Hauptstadt. Mal gucken, was da so Phase ist. Und dann können wir uns mal hier runter in die Ruinen begeben. Das sind die ersten Ruinen, wo wir in der ersten Folge von Horizon Zero Dawn reingefallen sind mit der kleinen, süßen Aloy, das kleine, klüßes Kind. Denn da drin gibt es noch eine schöne Energiezelle, die wir damals ja nicht bekommen konnten, da wir keinen Speer hatten. Ja, ihr werdet schon sehen, warum man da ein Speer braucht, denn dann haben wir alle 5 Energiezellen und können uns hier oben das schöne alte Waffenlager und uns mal die OP-Rüstung krallen. Das könnte ein schön gutes Pensum für die Folge heute sein. Aber erstmal hier zu Dan. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ihr habt nichts zu befürchten. Vielen Dank, Gesalbte. Gesalbte? Soll ich deine klatschen oder was? Ach, ich hasse dieses Wort. So. Werkstätte Belohnungskiste, das ist natürlich sehr schön. Das reizt mich natürlich mega. Kein Bock auf die Belohnungskiste. Wir werden uns nicht hier direkt ins Dorf teleportieren, sondern hierher werden wir uns teleportieren. Ach, wir haben nur noch 3. Geil, hatten wir nicht schon mal 7 vor 2 Folgen? Ja, geil. Kannst bestimmt bei irgendeinem Händler noch welche kaufen, aber egal. Denn ich will mich nicht bla bla bla. Rayon, Sprachpsychologie. Ich will mich nicht direkt ins Dorf teleportieren, weil ich diesen Einmarsch erleben will. Dieses ins Dorf gehen, durchs große Tor hindurch. Das stelle ich mir geil vor. Das will ich wieder haben. Das fehlt mir so ein bisschen. Das habe ich bei Meridian geliebt, das liebe ich wahrscheinlich auch beim Noradorf. Obwohl das Noradorf man nicht mit Meridian vergleichen darf, weil Meridian ist doch ein ganz anderer Oschi. Meridian ist immer noch die geilste Stadt. Die finde ich immer noch mega. So. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du nah rangehst. Und schalte so einen neuen Schnellreisepunkt frei. Entzünde das Lagerfeuer zum Speicher mit Dreieck. Ehrlich, ja. Ich bin Level 45, das sagst du mir jetzt? Wusste ich nicht. Ja, okay. Wir gehen falsch. Na, gehen wir. So. Ich finde das schön. Ein nächtlicher Spaziergang zurück in die Heimat. Das ist doch was, was man beglücken sollte, oder? Das finde ich schön. Das ist geil. Ah! Das ist unser Tor. Das ist unser... Ey, Leute. Das ist nicht unser Tor. Okay. Ach, das ist die Brücke. Ich kann mich erinnern. Die Brücke der Brücken. Bei dieser Brücke sind wir gestanden. Hier ist Rost gestanden. Nee, weiter drüben. Rost ist hier gestanden. Hinter ihm war frei. Und wir sind hier gestanden und haben uns ein letztes Mal wirklich verabschiedet. Bis wir uns irgendwo da oben, irgendwo anders oben, das letzte Mal in die Augen geblickt haben bei dem großen, epischen... Ach, Rost, ich vermisse dich. Wir müssen eben mal zu Rosts Grab wieder mal gucken. Mal gucken. Vielleicht hat Aloy ja noch mehr zu erzählen. Schwester auf der Jagd ist. Möge die Göttin sie beschützen. Du irrst mich. Wohin wird uns die Gesalbte führen? Die Gesalbte? Oh, Gesalbte. Da Herz. Bist du ja. Genau hier. Direkt vor meiner Nase. Verlassen. Hallo. Alle, die konnten, sind zum Berg gegangen. Willst du ein Autogramm, oder? Was ist das? Es wird jetzt verlassen. Ach ja. Alle, die konnten, sind zum Berg gegangen. Mann, jetzt ist das gar nicht mehr so ein bevölkertes Dorf. Mann, das finde ich schade. Du hast nur Schrott, ne? Mhm. Jetzt fehlt ein Panzermalerherz oder 2 Wächterherzen. Rein aus Interesse. Hat der das? Ich würde es auch kaufen. Ne. Nope, nope, nope. Ne, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht von dem. Ort und Stelle einen Feuerpfeil angefertigt. Mehr braucht einen Feuerpfeil? Boah, das ist heftig. Warte mal. Wo war das nochmal?
Ja. Es fehlt reichhaltiges Fleisch. Alles klar. Ein Krieger in der Nähe von Mutter Krone von ein paar Plünderern zerfetzt. Mann, das war ja so schön bevölkert alles. Mann. Die sind alle jetzt oben im Berg, weil das ja zurückgesetzt wurde auf dem Zeitpunkt, wo wir kurz vor der großen Schlacht standen. Doch jetzt ist das alles hier. Mann, ich will ein schönes bevölkertes Dorf. Sowas wollte ich haben. Aber jetzt ist ja alles so verlassen. Ich kann mich noch erinnern an diese Bühne hier. Hier. Hier oben dieser Abgesandte der Karja, der von mit den Tomaten beworfen wurde. Und Erend. Erend. Das erste Treffen mit Erend. War gerade in Folge 9. In etwa. Oder 8. 9 oder 8. Der die Massen hier beruhigt hat. Alles hier war voll. Oh, wie episch. Danach sind wir hier runter. Nee, nicht hier. Hier runter. Nee, auch nicht hier runter. Hä? Wo ging's runter? Da hinten geht's runter. Und da unten sind wir dann gestanden. Mit unseren Laternen, die wir in den Himmel segeln haben lassen. Das ist so ein bisschen eine Träumerfolge, habe ich so das Gefühl, ne? Ich dachte, jetzt haben wir hier so ein schönes bevölkertes Dorf, wo es vielleicht noch ein paar Quests gibt, aber... Nein, gibt's nicht. Vielleicht werden wir nie erfahren, was sie in Klar gesehen hat. Ich glaube nicht, dass wir dafür bereit sind. Schade. Hast du die Gesalbte mal in Aktion gesehen? Ich habe Mitleid mit jener Maschine, die ihren Weg kreuzt. Bete für mich, Engel. Dein Wort im Ohr der Göttin. Bitte für mich, Aloy, dein Ohr im Wort der Göttin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist die Gesalbte. Ach komm, ich bin doch immer noch die gleiche. Wandelt unter uns. Gesalbt von der Urmutter persönlich. Ich wusste es! Ich geb's down in den Nebenquest. Ja! Ich hab's mit drei Wächtern aufgenommen. Ein Schuss pro Maschine. Mein kleiner Bruder. Du bist ein Segen für uns alle. Danke. Ich wusste, es gibt hier noch irgendeine Nebenquest. Geil! Und wie komme ich da hin, ist die große Frage gerade. Jetzt bestimmt irgendwo eine Brücke, ne? Die ich gerade nicht kenne. Geil, ja! Ey, Leute! Hm. Ja, ist okay. Ey, Leute, ja, lass das bitte, danke. Dass ich das erleben darf. Die Gesalbte. Ja, willst du ein Autogramm? Autogrammstunden gibt's jeden... Autogrammstunden nach jeder... Jeden Mittwoch nach der Sonntagsmesse. Um 25 Uhr. jeden Mittwoch nach der Sonntagsmesse um 25 Uhr, ja. Brian, so ist es. Bitte, lass es aufhören. Die Gesalbte. Du ehrst mich mit deiner Gegenwart. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wie geht's den Verwundeten? Ehrlich gesagt, sie leiden. Ich würde ihnen Traumweide gegen den Schmerz geben. Doch wir haben keine mehr. Kann ich helfen? Wo finde ich welche? Du bist großherzig, Gesalbte. Du müsstest welche in Vorratslagern entlang der Kriegerpfade im Osten finden. Na gut, ich tue, was ich kann. Danke, Aloy. Aloy ist mir viel lieber als die Gesalbte. Ich bin keine Göttin. Ich meine, ich sehe so aus, ne? Mein Aussehen hier, der Style, der Swag. Komm, lass mal. Traumweide. Was ist denn Traumweide? Das ist ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schmerz lindert und Schlaf herbeiführt, aber unser Vorrat ist verbraucht. Also braucht ihr mehr? Genau. Unsere Jäger lagern Traumweide entlang der Kriegerpfade für Notfälle. In den Lagern im Osten könnte vielleicht noch etwas sein. Mhm. Also, warum schickst du keine Krieger, um mehr Traumweide zu holen? Sieh dich um, Kind. Nur diese armen Seelen sind noch übrig. Alle sind entweder verwundet oder fort, um die Hymne der Buße zu singen. Bist du eine Stammmutter? Wärst du in Mutterherz aufgewachsen, hättest du mich das nicht gefragt. Ich wuchs als Ausgestoßene auf und frage, was ich will. Ich bin eine Älteste und Heilerin, aber Stammmutter? Nicht mehr. Eine Stammmutter muss Kinder bekommen, die selbst Kinder bekommen. Doch ich hatte nur einen Sohn, der vor langer Zeit beim Schutz des Heiligen Landes starb. Und deshalb bist du keine Stammmutter? Eine Stammmutter spricht für Generationen. Wie du spreche ich nur für mich selbst. Ah, okay. Ich suche nach Traumweide auf dem Weg nach Norden. Wirklich? Das ist sehr nett, wo ich dich doch so unhöflich begrüßt habe. Bitte entschuldige. Ach, alles easy. Such in den Lagern entlang der Kriegerpfade. Gib es dann meiner Nichte Fia in Mutterberg und sie bringt es mir. Warum bringen wir es dir nicht einfach selbst?
Schmach und Schmerz. Kriegen wir hin. Was? Okay, ich muss die Quest, glaube ich, ändern. So, Nebenquest. Schmach und Schmerzen. Stufe 7. Ja, geil. Kriegen wir nicht hin, glaube ich. Stufe 7. Ist okay. Ist wahrscheinlich heftig. Ich hoffe, das ist kein Donnerkiefer am Ende. Wo laufe ich hier eigentlich gerade hin? Hey, Leute. Leben. Danke. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Doch. Ja, irgendwie krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ehrlich nicht. Die Mörder haben schlimm gewütet. Aber durch den Willen der Göttin konnten sie uns nicht... Der Willen der Göttin? Und was ist mit mir? Bin ich nicht gerade mal die Göttin gewesen, gerade eben vorher? Ist der fleischgewordene Segen der Urmutter. Fleischgewordene Segen der Urmutter. Okay. Ich bin der fleischgewordene Segen der Urmutter. Ich bin in Garias überaus erotischen Schenkel entsprungen. Mhm, ja. Gaia. Meine Mutter Gaia. Das würde mich wirklich mal interessieren, was die echte Mutter von Elizabeth Sobeck ist, wer das ist. Ja, das ist ja auch die Mutter dann von Aloy. Wie laufe ich eigentlich gerade? Komplett den Umweg, ne? Wo muss ich eigentlich genau hin? Hier muss ich runter und hier muss ich runter. Okay, dann gehe ich gar nicht mal so einen extremen Umweg. Da muss ich ja sowieso runter ins Tal. Langsam. Nee, das geht sich schon aus, Aloy. Das warte. Und los. Geht schon wieder. Problem ist, dass ich meine Heilträger nicht für irgendwas anderes brauche, weil mein Bildschirm gerade schwarz wird. Geil, danke dir. Schalte dich bitte wieder ein, Herr Fernseher. Danke. Oder Herr Monitor. Herr Fernseher, Herr Monitor, ist doch dasselbe, oder? Obwohl, Monitor ist ein bisschen was anderes, ne? Da werden mich alle Computerfreaks das gerade dafür hassen für die Aussage, ne? Monitor, Fernseher ist dasselbe. Nee, ist nicht. Rayon, lass das. Rayon ist ein Weg, benutzt den. Nee, hab keine Lust. So. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Die Schritte werden weniger. Ein Kriegspfad. Aloy, du kommst da hoch, habe ich gehört. Och, Aloy. Stell dich nicht so an. Wir folgen den Wegen nicht. Wir gehen querfeld ein. Wir sind Rebellen. Da kommen wir aber nicht weiter, ne? Doch! Ernsthaft, Aloy? Das kriegst du. Das kriegst du wirklich hin. Okay. Aloy? Ich bin impressed. Aber sowas von impressed. Alter, die climbt da wirklich hoch. Also ich hab's gerade, glaube ich, verschrien und es geht nicht mehr weiter, ne? Doch. Ein bisschen jedenfalls. Aber hier nicht mehr. Ne, wir kommen da nicht drüber. Okay, jetzt rutscht mal runter, wir sind tot. Nein. Wir leben. Das mit dem Fallschaden ist so unrealistisch. Manchmal fliegt man 5 Meter runter und ist tot. Manchmal fliegt man 30 Meter und zack. Boah, ein bisschen Fallschaden halt. Was ist das hier eigentlich für ein Kreuz? Es ist halt hier. Wir haben das überlebt. Krass. Schön. Panorama. Sehr geil. Geronimo? Das dürfen wir nicht überleben darunter, oder? Ah, das überleben wir nicht. Nein, 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 das war zu tief. Das war zu tief. Okay. Bei welchem Lagerfeuer landen wir jetzt? Es wäre möglich gewesen. Nein, wäre es nicht. Gibt's eine Rüstung, die Fallschaden bremst? Mann! Och Mensch, das sieht genau aus. Doof. Aber es ist wirklich mal einer der ersten Tode, wo ich wirklich selbst verantwortlich bin, weil ich einfach in den Tod gesprungen habe. Leute, Suizid, da schreibe ich einen Titel. Zu ihr gesprochen. Nicht ernsthaft, oder? Es wird jetzt so verlassen. Och, ey, lol, du kannst mich echt mal am Senkel lecken. Wieso? Ich hab nicht mal die Quest. Doch, die Quest habe ich noch nicht aktiviert. Ist jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Da habe ich doch bestimmt irgendwo ein Lagerfeuer. Ich hab ja nicht mal ein Lagerfeuer. Doch, habe ich ein Lagerfeuer dagegen. Das benutzen wir nämlich, denn ich gehe den ganzen Weg nicht nochmal. Nein, danke. Ja, wir sehen in dieser Folge ziemlich auf der Ladescreen, ne? Aber wir müssen auch diesen wunderschönen Ladescreen bewürdigen. Dieses Let's Play ist ein Let's Play wie kein anderes. Kein Let's Play von Horizon Zero Dawn hat den Ladescreen so oft gezeigt wie dieses hier. Das äußere Funkenfängerin-Outfit schützt gegen Schockschaden. Episch, ja, ist okay. Sagt der Name schon an sich, aber ist mal gut zu wissen. Habe ich vorher nicht gewusst. So, hier sind wir. Hi, Herr Händler. 200.
39. Ich glaube, wir nehmen 39. Der Pfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Hey, kriegen wir nicht hin? Ach so. Ach so. Okay. Lässt du mich hier hoch auch irgendwo, oder wie ist das? Nicht? Okay. Oh komm, wo ist das hier denn? Hallo. Nee. Ach komm. Das bin ich eigentlich gerade verarscht. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Willst du mich gerade verarschen? Hier geht's nicht hoch, verdammt! Aber ich muss hier hoch. Ansonsten komme ich da nicht rauf. Ich komme da nämlich so nicht rauf. Nee, hier komme ich so nicht rauf. Nee, geht nicht. Was ist das denn? Ach, hier komme ich rauf. Ach so, sag mir das doch. Mann! Ach komm. Liebes Spiel, kannst du mir nicht ein bisschen mehr Pfötchen-Text geben, damit ich weiß, wohin? Auch die kleinen Reons, dass die das auch wissen. Also nicht ich, aber die kleinen Reons. Ja, ist okay, Alter. Lass dich an die Klippe fallen. Ist okay. Keine so. Traumweide. Nur ein paar Scherben. Ja, okay. Sag mir, dass ich mich da. Oh. Ale, du hattest aber ziemlich gerade eine richtig. Ja, andere Stimme. Das war gerade ziemlich tief für deine Verhältnisse. Nein, ich nehme die nicht mit. Ich bin zu genug von denen getötet. Der Bestand dieser Erde wurde so dezipiert von uns in der letzten Folgen. Deswegen müssen wir nicht noch weiter drauf massakrieren. Diese netten kleinen Dullis. Die sollen ja auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ist wohl jemand aufgewacht? Weil, wenn ihr mich angreift, greife ich auch an, ne? Ist doch klar. Dann seid ihr down. So. Dann machen wir gleich wieder. Wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwo hoch. Vermute ich mal. Gehe ich mal stark von aus. So. Ich halt schon ausschau, ob ich irgendwo so eine gelbe Spur sehe. So eine Leine. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Mhm. Wo muss ich diesmal hoch? Hier. Das sind wirklich die Trainingspfade von der Nora, ne? Kann das sein? Das sind die Trainingspfade der Nora hier. Ich wollte nur hochkommen. Hä? So weit kann ich nicht springen, verdammt. Doch, kann ich. Alles klar. Okay. Sah unrealistisch aus, aber Aloy kann das. Denn Aloy ist geil. Mhm. Ist doch auch nichts drin. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Rede mit vier. Ey, los, wo lebst du? Siehst du, da kriegt sie gar keinen Schaden. Vielleicht weiß Fia, wo noch welche zu finden ist. Okay. Dann gehen wir zu Fia, ist ja kein Problem. Mal gucken. So, wo ist denn die kleine Fia? Ich vermute mal, Fia ist eine Sie und wahrscheinlich die Schülerin von dieser Kräutertante von vorhin. Aus Mutterherz. Vermute ich einfach mal ganz stark. Und was die mit der ganzen Sache vor sich hat. Oh. Danke, PC. Eine neue Version von WinZip System Untitled Suite ist vorhanden. Komm, nein, danke. Warum machst du mir das mit in die Aufnahme rein? Das ist. Nee. Pfui. Böse. Aus. So. Hätten wir uns das Ganze hier sparen können mit den Vorratskisten. Das ist ja unbelievable. So, hier vorne. Noch 200 Schritte. Kriegen wir hin in dieser Folge noch. Ich will die Quest noch abschließen. Bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, aber ich gebe mein Bestes, Leute. Ja, die Feuerbrennwurzel lassen wir mal getrost liegen. Denn, wieso? Brauchen wir nicht. Ey, Leute, du verlängerst gerade das Let's Play. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber... Ja, lass mal so still. Kann jeder 70 seine Meinung drum bilden. So. Oben sind wir richtig, habe ich gehört. Wow! Da kriegst du wieder nur so ein kleines Batzerl. So ein kleines Finzel an Schaden. Ach Gott. Ey Leute, du bist unlogisch, weißt du das? Habe ich dir das schon mal gesagt?
Gönn dir mal den einen oder anderen Heiltrank, Aloy. So, das reicht schon. Und gönn dir noch das hier drauf. Dann passt das schon. Aloy. Vier. Hi. Du bist's, die Gesalbte. Aha. Schon gut. Mach kein Aufheben um mich. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... Ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. Inara hat mich zu den Lagern an den östlichen Kriegerpfaden geschickt. Aber dort waren nur Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat Jan welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Ich tue, was ich kann. Danke vielmals. Kommt drauf an, wo Jan ist. Du sagtest, ein gewisser Jan hat vielleicht Traumweide. Wo finde ich ihn? Er lebt in den Hügeln westlich von Mutterkrone. Aber die Maschinen in der Region sind sehr gefährlich. Keine Sorge, ich komme schon klar. Falls ich Jan begegne, frage ich ihn nach Traumweide. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Alles klar, wir werden Jan auf jeden Fall finden. Davon ist noch eine Nebenquest, die wir mitnehmen. Aber Leute, diese Nebenquest nehmen wir in der nächsten Folge mit. Ich finde es schön, dass wir auch noch Nebenquests finden. Das ist so geil. Okay, Leute. Und ich habe auch einen Händler, wo wir Schnellreisepakete wahrscheinlich kaufen können. Aber darum soll es in der nächsten Folge gehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, danke einfach fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da und gebt eine kleine Bewertung ab, damit ich auch weiß, ob es euch gefällt oder eben nicht. Ja, wenn es euch nicht gefällt, unten konstruktive Kritik rein. Ich will kein Dislike ohne Begründung. So, ich verbleibe mit einem Ray und sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.